gelingt es mir nur 3 Minuten, alle 71 Sieger des Grand Prix von Italien zu raten. Ich würde mir sagen, der Frage gehen wir auf den Grund. Macht das bloß wegen des Herzens und wir starten mal direkt los. Let's go, ich weiß, 22 und 23 fehlen, aber da kennen wir eh die Gewinner. Alfa Romeo Fangio war es nicht, aber das war Ascari tatsächlich. Und wir haben 1950 natürlich Varina. Sodala. Dann haben wir Van Well und Cooper. Das dürfte dann der Stewart gewesen sein. Nein, falsch geschrieben, okay. Stewart. Ferrari 61. Alesi hat doch bestimmt auch. Nein, Berger hat gewonnen. Natürlich, Berger hat gewonnen. Wir wissen das. Lauda bestimmt auch. Genau. Und wir haben noch einen Ferrari-Pilot. Renault. Prost. Ich glaube, Prost. Ja, genau. Einer zumindest davon. Williams. Senna. Ja, auch hier zweimal. Mansell. Genau. Dann haben wir den Piquet. Dreimal sogar. Bei Schumacher weiß ich, der hat 5-mal gewonnen. Ebenso auch der Hamilton. Und dann haben wir AlphaTauri, das ist Gasly. Und McLaren, der Ricciardo. Sodala. Dann haben wir Ferrari 2019, das ist der Sepp wahrscheinlich. Nein, Raikkonen. Stimmt, Raikkonen. Das habe ich ganz vergessen. Raikkonen. Mann. Raikkonen. Nicht? Wer war noch? Ah, Leclerc. Ja, es war Leclerc. Mercedes, Rosberg safe. Dann haben wir Ferrari 2010. Alonso. Das kann ich mich noch erinnern, da hat er die Kamera rumgehabt. Brown. Nein, wer war der Teamkollege? Fisichen. Wer war der Teamkollege von Button? Fällt mir gerade absolut gar nicht ein. Es ist doch bestimmt nicht Button, oder? Nein. McLaren 2005. Das Coulthard, oder? Coulthard? Nein. Okay. Barrichello? Ja, oh mein Gott, tolle Strecke für Barrichello. Der war auch der Teamkollege, okay. Das ist dann sehr gut. McLaren 2005. Raikkonen, oder? Irvine? Nein. Oh, das ist schon wieder ein Jordan. Wer war Teamkollege? Irvine? Nein. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Reutemann vielleicht? Nein. Williams Hill. Okay, Phil Hill. Dann haben wir noch... Herbert, ja, Johnny Herbert, 97 McLaren, schwierig, Villeneuve vielleicht, nein, nie gewonnen, okay, auch der Vater nicht, auch interessant, gut, ich glaube, wir sind schon bei echt vielen Minuten angekommen, bei Lotus 74, ich habe bei Lotus Fittipaldi im Kopf, okay, bei McLaren 97 gar keinen im Kopf, tatsächlich, bei Renault 92, ganz schwierig, Surtees, vielleicht das Ferrari-Pilot, John Surtees. Lotus 73, das kann nicht mehr Rind gewesen sein, aber, nein, war auch nicht dabei. Van Well und Cooper, das schreit für mich förmlich nach Stewart, aber vielleicht war McLaren auch dabei, nein, war nicht. Es wird schwierig und das ist nicht gerade schön, dass ich da wirklich, Lauda hatten wir doch schon, oder? Ja. Wer waren da noch? Andretti vielleicht? Ja, Mario Andretti war der Lotus, March nicht. Van Will, ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung, wer bei Van Will. Wir beenden das Ganze mal. Das Trauergespiel wird beendet. Ich habe tatsächlich den Stirling Moss vergessen. Wer war da 2005? Juan Pablo Montoya. Der war bei McLaren. Michael Schumacher. David Coulthard, auch vergessen hier. Mit T und D, okay. Was sagt ihr? Es hätte besser laufen können. Macht das Plus weg. Tippt gerne rein, was ihr noch gewusst hättet.